Moin zusammen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar habe ich heute mal wieder eine Produktvorstellung für euch, also keine Produktplatzierung oder so, also ich werde dafür nicht bezahlt. Ich kaufe das immer alles selbst und teste es halt für euch. Ich wollte halt die Uhr haben, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, ist eine Uhr. Und zwar von Invicta. Das ist eine Uhr, die relativ ähnlich wie eine Rolex aussieht, Rolex Submariner glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ist halt eine eigene Marke, also ist jetzt nicht mehr irgendwie so eine Fake Rolex von Wish oder so für 10 Euro oder so. Die hat 89 Euro gekostet, war angeblich runtergesetzt von 250 Euro, weiß nicht, ob das stimmt. Und ja, will ich auf jeden Fall mit euch zusammen hier auspacken und testen. Des Weiteren kommen die nächsten Tage halt auch noch ein paar andere Videos. Ich habe zum Beispiel jetzt noch von Aquamenta hier einen Tabak, den ich testen möchte, Shisha-Tabak. Und dann auch noch von Wish bzw. von eBay aus China einen PS4-Controller, der halt relativ günstig war. Und ja, das kommt jetzt alles nach und nach. Auf jeden Fall blende ich euch jetzt mal ganz kurz hier dieses Produktbild von Amazon von dieser Uhr ein. Fand ich persönlich ganz geil, auch die Farben und so weiter passen. Ist halt auch eine Automatikuhr. Sternebewertung waren glaube ich 4,5 oder sogar 5. Und ja, sah auf jeden Fall mega geil aus. Das Kästchen hier sieht jetzt eigentlich auch ziemlich gut aus. Ist noch eingepackt, ihr seht's. Und ja, ich würde sagen, wir packen das ganze Ding mal zusammen hier aus und schauen sie uns dann mal an. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Ihr seht, so ein gelbes Schächtelchen, Invicta hier oben mit so einem komischen Muster. Und ja, das wirkt jetzt schon mal ziemlich nice eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier liegt die Uhr drin, mal festhalten, dass es nicht rausfällt. Hier oben sind dann noch so Invicta Service. Das ist ein Jahr Garantie wahrscheinlich, ein Jahr extra Garantie steht hier irgendwas drauf. Dann, was ist das? Eine Invicta Member Card. Gut, das brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Und dann hier noch so eine Anleitung, wahrscheinlich wie man sie einstellt und so. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ist hier oben sogar mit so einem Gummi befestigt, hier oben drin. Ihr seht, also ist echt ein massives Kästelchen. Und hier unten liegt dann die Uhr drin. Sieht persönlich jetzt auf den ersten Eindruck, auf den ersten Blick schon mal richtig nice aus. Und die wiegt auch ein bisschen was. Hier ist sogar noch so ein Invicta-Schildchen mit dran. Also ich muss sagen, jetzt wenn man hier so die Box sieht, mit allem drum dran, sieht das persönlich schon mal geil aus. Und die Uhr ist auch ziemlich schwierig. Also die wirkt null billig. Das Armband ist auch ziemlich stabil. Also das wackelt nicht so heftig wie bei irgendeiner Wish-Uhr. Also ich muss sagen, der erste Eindruck ist jetzt schon mal richtig nice. Jetzt muss ich natürlich auch schauen, wie es vom Einstellen her ist. Ich mache die ganz kurz mal hier auf. Mach mal hier diese Folien ab. Also ich bin ja jetzt kein Uhrenprofi oder Experte oder was auch immer. Ich bin zwar ein Uhrenfan, aber mehr auch nicht. Aber das sieht persönlich jetzt auf den ersten Eindruck schon mal alles richtig gut aus. Hier machen wir mal dieses Band ab. So sieht die Uhr jetzt auf jeden Fall von vorne aus, wenn sie fokussiert. Wie gesagt, Invicta. Sieht alles echt ziemlich hochwertig aus. Hier neben steht nochmal Invicta mit drauf. Ja, hier innen drin dieses Automatik-Uhrenwerk sieht richtig geil aus. Man sieht es schön bewegen, das ist alles richtig geil gemacht. Die Schließe hier sieht relativ hochwertig aus. Funktioniert auch alles super. Hier steht auch nochmal Invicta drauf. Hier ist halt jetzt noch eine Folie mit drüber. Aber die ist erstens extrem schwer und zweitens wirkt die auch extrem wertig. Ohne Witz, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Hier, das lässt sich auch drehen und einstellen. Ich würde sagen, ich schaue mir die jetzt erstmal mal ein bisschen genauer an, stelle sie mal ein, mache sie mir am Handgelenk fest und sag dann am Ende mal mein Endfazit. Aber wie ihr jetzt seht, das sieht schon echt gut aus. Ich will es euch jetzt nochmal ganz kurz hier rundherum zeigen, damit ihr mal alles seht. Also meiner Meinung nach, für den Preis wirkt die echt gut. Das ist halt jetzt wie gesagt eine Uhr, die ein bisschen an eine Rolex ähnelt. Die haben aber auch noch viele verschiedene Uhren, die auch einfach komplett eigen aussehen. Also ihr könnt ja mal bei Instagram, bei Invicta vorbeischauen oder so. Also sie haben schon ein paar geile Uhren. Ich muss auch sagen, es gibt ein paar Uhren von denen, die sehen echt scheiße aus. Keine Ahnung, was sie sich da überlegt haben.
Aber es gibt auch ziemlich viele, die echt cool und geil aussehen. Also da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das hier war jetzt sogar so ziemlich einer der günstigsten. Ja, es gibt auch ziemlich viele, die kosten sogar noch 200-300 Euro von der Marke. Aber da merkt man halt auch, dass die echt eigentlich wertige Sachen haben und dass es halt nicht einfach irgendwie eine billige Nachmache oder sowas ist. Ja, wie gesagt, es ist schon eine eigene Marke. Klar, haben sie sich vielleicht ein bisschen an irgendwelche anderen Uhrenmarken orientiert. Aber es ist trotzdem was Eigenes mit einer eigenen Qualität, mit einer guten Qualität meiner Meinung nach jetzt. Ich sage natürlich meine ehrliche Meinung, wenn die jetzt scheiße gewesen wäre, wenn das hier alles billig wirken würde, hätte ich das auch gesagt. Aber ich habe jetzt mal zum Beispiel hier die Folie abgezogen und wenn das jetzt fokussieren würde, da sieht man einfach, wie geil und hochwertig dieses Metall aussieht. Fokussiere. Es ist jetzt schwierig hier, aber ich hoffe, man sieht das hier. Das sieht auf jeden Fall echt richtig geil, hochwertig aus. Es hat keine Kratzer oder so. Das ist ja auch immer sowas, wenn man was geliefert bekommt, dass er vielleicht irgendwie schon vorher Kratzer hat oder keine Ahnung was. Aber das sieht echt alles richtig heftig aus. Ja, ich muss auf jeden Fall einstellen. Ihr seht, die ist mir auf jeden Fall viel zu groß, so wie sie jetzt hier ist. Ich würde sagen, ich stelle mir das ganz kurz mal ein. Ich habe ja hier mein Uhrmacher-Set da. Übrigens, Link zu der Uhr und auch zu dem Uhrmacher-Set, falls euch interessiert, ist in der Beschreibung, natürlich von Amazon, Affiliate-Link. Falls ihr was darüber kauft, kriege ich eine kleine Provision oder sonstiges. Ihr müsst es machen, könnt es auch einfach so kaufen. Falls die Leute jetzt irgendwie rumheulen, ich mache das nur wegen dem Geld, dies, das. Ich habe die Uhr so oder so gekauft, also ich wollte sie so oder so haben, weil ich sie persönlich geil finde und ich trage gern Uhren. Und klar, habe ich einen YouTube-Kanal und da teste ich die halt auch. Ich weiß halt auch, dass es gut ankommt, warum soll ich das nicht machen? Also jetzt schon mal für die Hater da draußen. So, da kommen wir auch zum Ende vom Video. Ich habe es mir jetzt hier dran gemacht, ich musste zwei Glieder rausnehmen. Wie gesagt, so sieht das Ganze jetzt aus. Die sitzt jetzt schön, sieht gut aus. Und ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden damit. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie die jetzt in den nächsten Wochen, Tagen und so weiter ist. Wie genau die läuft und so weiter. Aber ich denke mal, nach der Bewertung her und so weiter, müsste die echt gut laufen. Ich meine, und so weiter ist halt echt ein ziemlich benutztes Wort bei mir. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Hat halt ein geiles Uhrwerk drin. Keine Batterien oder so, die man wechseln muss. Automatik-Uhrwerk. Muss man halt auch schauen, wie gut das funktioniert und wie lange das hält. Aber ich denke mal, es sollte ja halten. Ich meine, Garantie ist ja auch noch dabei. Wie gesagt, Uhr ist geil, Kästchen ist geil, ich kann mich nicht beschweren für diese 89 Euro. Wie gesagt, Link davon ist unten in der Beschreibung. Falls es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und haut rein, bis zum nächsten Video.